Bernd Pavera aus Sonneberg in Thüringen hat einen schicken, dunkelblauen BMW mit edlen Ledersitzen. Der hat mal 50.000 Euro gekostet. Eine Stange Geld. Nur leider. Das Auto wurde schon zweimal angefahren. Die Täter haben Fahrerflucht begangen. Und wenn man dann sieht, den Schaden, dann steht man halt da und guckt um. Deshalb hat Herr Pavera schon vor vielen Jahren eine Garage gekauft, in die er sein Auto jeden Tag reinstellt. Doch plötzlich hängt so eine komische Nachricht an seiner Garage. Eines Tages war ein Zettel dran, dass wir die Garagen räumen sollten, weil wir dann nicht mehr rankommen könnten. Na sowas, nicht mehr rankommen? Und als Herr Pavera zu seiner Garage kommt, sieht er plötzlich... Jetzt steht dieser Zaun vor all den Garagen und kein Mensch kommt da mehr rein und raus. Um zu seiner Garage zu kommen, muss Herr Pavera sich jetzt durch einen 50 Meter langen und sehr engen Gang quetschen. Und wenn er an seiner Garage angekommen ist, dann... So sieht das aus hier. Wie soll man da noch mit einem Auto reinkommen? Ist doch nicht normal. Nee, normal ist das nicht. Das Problem ist, der Weg vor den Garagen gehört dem Besitzer des neu gebauten Mietshauses nebenan. Und der freute sich, dass die Garagennutzer vergessen haben, ein Wegerecht zu beantragen. Tja, blöd. Und nun gucken ganz viele Garagenbesitzer in die Röhre. Unmöglich, wie er sich das hier gemacht hat. Die kommen überhaupt nicht mehr in die Garagen. Also es ist unmöglich. Also ich kann das Tor nicht mehr öffnen. Das ist ein Schwingtür, das geht nicht. Dass jemand sowas machen kann, konnte ich mir nicht vorstellen. Der Mietshausbesitzer würde die Garagen ja kaufen. Für wenig Geld, versteht sich. Die Zufahrt ist schließlich ein bisschen eng. Die würden doch verkaufen, oder? Nein. Nö. Nein. Aber wenn doch kein Mensch mehr hier in die Garage kommt? Ich werde an den Grundstücksbesitzer meiner Garage nicht für billigen Geld verkaufen. Eher parke ich meine Matchbox-Auto in dieser Garage. Ja, Matchbox-Autos müssten gerade noch gehen. Aber ein Bobbycar wäre schon schwierig.